Willkommen hier zu einem Vortrag, der vielleicht nicht so ganz in die Reihe der anderen Vorträge passt. Aber auf jeden Fall freue ich mich, hier zu sein. Ich habe auch letztes Jahr schon mal einen Vortrag gehalten. In meiner Tätigkeit als Mitarbeiter von CERT Bund. Und ich habe gemerkt bei dem Vortrag, dass vielen Leuten nicht so ganz klar ist, was CERT Bund macht. Und ich habe deswegen beschlossen, mal nochmal einen Vortrag zu halten über wer wir sind, was wir machen, was unsere Zuständigkeiten sind und hoffe, das hilft ein bisschen zum besseren Verständnis. Und ja, mein Name ist Johannes Kloß. Ich habe in Darmstadt studiert. Ich mag Fahrräder, speziell je kleiner und je größer, desto besser. Ich bin Diabetiker, ich habe ein bisschen mit meiner Insulinpumpe rumgespielt und bin da sehr interessiert dran, was man mit den Geräten machen kann, ob dokumentiert oder nicht dokumentiert, eher Letzteres meistens. Dann habe ich eben im letzten Jahr den Vortrag gehalten über Ransomware in Krankenhäusern, deswegen also mein Interesse auch hier, medizinische Sicherheit, also im Gesundheitssektor. Was ist da so los? Was gibt es da für Probleme? Ransomware war da so ein bisschen der Aufhänger. Die Berichte über Ransomware-Vorfälle in Krankenhäusern und ja und Election Security hängt ein bisschen mit meiner Diplomarbeit zusammen. Ich habe mit dem auch Politikwissenschaft studiert und habe meine Diplomarbeit über Sicherheit von Remote Internet Wahlen geschrieben, also aus kryptografischer Sicht, was man sozusagen theoretisch machen könnte, um diese abzusichern. Ich will ja jetzt gar nicht irgendwie eine große Diskussion starten zu. Also natürlich die Bundestagswahl kommt und da hat natürlich auch CERT Bund, also in seiner Rolle als Teil des BSI auch einen Anteil an der, sag ich mal, Planung, Mitgestaltung, Beratung der die Wahl durchführenden Organe, insbesondere des Bundeswahlleiters. Dann, ja, was mache ich als Mitarbeiter von CERT Bund? Incident Response ist sozusagen ist so ein Schlagwort, speziell bin ich sozusagen in dem Bereich Triage, also Erstbewertung von Vorfällen tätig, Abuse Reporting, also wie benachrichtigen wir Systeminhaber über Vorfälle, über Infektionen. Und ein sehr großer Teil meiner Arbeit ist auch International Relations. Was es damit auf sich hat, erkläre ich auch noch im Laufe des Vortrags. Klar, das BSI, muss man nicht viel zu sagen. Es wurde 1991 gegründet. Ich glaube, die meisten kennen das aus dem einen oder anderen Kontext. Es gehört zum Bundesinnenministerium. Es ist in Bonn angesiedelt, hat mittlerweile um die 660 Mitarbeiter, stetig wachsend, hat vier fachliche Abteilungen oder Fachabteilungen. Eine ist rein historisch gesehen auch der, wo sie herkommt, wo das, wie das BSI gegründet wurde, ist die Kryptotechnologie. Das BSI wurde als Zentralstelle, also sozusagen als Ausgliederung der Zentralstelle für Schiffrierwesen, diese Stelle wurde aus dem BND rausgeholt und man hat dann unabhängige oder eine transparentere Behörde halt gegründet, eine obere Bundesbehörde, das BSI, die eben erweiterte Zuständigkeiten hatte und eben neben der Prävention, Reaktion auf Vorfälle eben auch die Detektion, also die von Vorfällen als Ziel hat. Und das machen sozusagen diese ganzen 660 Mitarbeiter, gliedern sich in einem Organigramm, das recht umfassend ist, auf. Und da gibt es eben viele Tätigkeiten. Zu der, sag ich mal, Tätigkeit eben zur Kryptotechnologie, dieser Abteilung, diese erste, sag ich mal, große erste Abteilung, da gehören dann halt weitere Abteilungen dazu. Eine Abteilung, die beschäftigt sich mit elektronischen Identitäten und Zertifizierung von Produkten und Dienstleistungen. Das macht die Kryptotechnologie übrigens auch, also die KT-Abteilung, die sozusagen die evaluiert Systeme, die halt eben für den Einsatz in der Bundesverwaltung dann zugelassen sind und die eben entsprechende Vorgaben erfüllen müssen. Dann gibt es eine Abteilung, die sich mit sag ich mal Beratungstätigkeiten beschäftigt, die
betreuen das Bürgerzert oder BSI für Bürger. Das ist sozusagen eine Webseite, über die man halt, sag ich mal, versucht, irgendwie Informationen der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, sag ich mal, nicht so technisch versierten Benutzern, was sie machen können, wenn sie, weiß ich nicht, Probleme mit Spam haben oder was sozusagen so die empfohlenen Maßnahmen sind zum Schutz eines Computers, so ein bisschen in Laiensprache. Und es gibt eine Abteilung, die nennt sich Abteilung für Cybersicherheit. Das ist das einzige Mal, wo ich jetzt in diesem Vortrag, hoffe ich, dass diesen Begriff verwende. Aber das ist sozusagen die operativere, der operativere Bereich. Und in den gehört eben auch Zbund. Die beschäftigen sich also mit Zbund, eben komme ich gleich zu, aber in dieser Abteilung finden sich dann auch noch Referate wieder, die industriellen Steuerungsanlagen mit Angriffen auf Steuerungsanlagen sich beschäftigen oder mit eben Internetsicherheit, mit also Protokolle, DDoS-Geschichten, Botnets-Geschichten. Komme ich alles noch ein bisschen im Laufe des Vortrags noch ein bisschen genauer zu. Zbund. CERT heißt Computer Emergency Response Team. Zbund wurde 2001 gegründet, erstmal als BSI-CERT, schon ein bisschen früher. Und als Zuständigkeit hatte es, wie es aus dem Namen ja auch ein bisschen hervorgeht, erstmal die Bundesverwaltung, also die Regierung, eben Bund. Das hat sich so nach und nach erweitert. Zuständigkeit ist heute eben nicht nur die Bundesverwaltung, es sind eben auch kritische Infrastrukturbetreiber, die Privatwirtschaft, SMIs, also KMUs und Bürger. Und eben, wie ich eben schon gesagt habe, Prävention, Detektion und Reaktion auf Sicherheitsvorfälle gehört zu den Aufgaben eines CERTs. CERTs gibt es mittlerweile wie Sand am Meer, die heißen noch nicht alle CERTs, weil CERT ist ein urheberrechtlich geschützter Begriff. Das erste CERT wurde in Amerika gegründet. CRCC gehört zur Carnegie Mellon University und seitdem gab es halt immer mehr Gründungen von CERTs. Zunächst im universitären Umfeld gibt es ziemlich viele, DFN-CERT beispielsweise in Deutschland und eben aber auch in der staatlichen Organisation und natürlich auch in der Wirtschaft. Das sind von der Ausprägung sind sie recht unterschiedlich. Einige sind sehr, sehr technisch, die betreiben ihre Systeme selbst, ihre Netzwerke. Andere sind quasi sozusagen über eine größere Organisation, sind sie so mehr oder weniger der Single Point of Contact für alle Arten von Sicherheitsvorfällen. Die werden an sie berichtet und dann versuchen sie sozusagen auszusteuern bzw. zu kommunizieren mit den entsprechenden Einrichtungen in der Behörde oder in der Organisationsstruktur und international bzw. national. Das soll diese Folie ein bisschen widerspiegeln, wie wir das machen. Wir sind also Mitglied in zahlreichen Gruppen, CERT-Gruppen oder CERT-Gruppen. Weltweit größte Organisation ist FIRST, Forum of Incident Response and Security Teams. Durch die Bank sind da irgendwie jeder, der sich da registriert und dann einen jährlichen Mitgliedsbeitrag zahlt, kann da Mitglied werden und bekommt damit dann Zugriff auf bestimmte, sag ich mal, Austausch- oder Kommunikationsplattformen, kann sich eben auch in Arbeitsgruppen beteiligen. Eine Arbeitsgruppe, quasi, die ich auch in dem Vortrag nochmal vorstelle, ist die Arbeitsgruppe für CVSS, Common Vulnerability Scoring System. Da gehe ich nochmal ein bisschen weiter drauf ein. Also da kann man sich halt, das ist der Vorteil von solchen Gruppen, nicht nur von FIRST, von allen Gruppen. Man tauscht sich aus, wie andere CERTs arbeiten, wie sie sag ich mal, technisch arbeiten, was sie für Vorfälle sehen, weil es ja relativ klar, dass ein Vorfall, der, also Ransomware, es ist jetzt irgendwie kein singuläres Problem von einem Land. Das ist was irgendwo oft halt in einer, sag ich mal, einer Sprache beginnt. Also die ersten Ransomware-Fälle waren halt so im angloamerikanischen Raum. Im angelsächsischen Sprache waren dann diese Nachrichten verfasst und haben deswegen auch in erster Linie englisch sprechende Personen betroffen. Und die Spamwellen richteten sich auch ein bisschen in diese Richtung. Und dann schwappt das halt oft über und dann sehen das halt auch irgendwie nach und nach, sieht man es lukrativ, Kriminelle oder sehen halt, dass das irgendwie sehr, sehr sinnvoll ist, das vielleicht noch ein bisschen auszuweiten, weil man da mehr Geld verdienen kann. So ist halt irgendwie so
die Motivation, warum man irgendwie sich austauscht mit anderen Gruppen, mit anderen CERTs oder CCERTs. CCERT ist quasi ein anderer Begriff für CERT, heißt Computer Security Incident Response Team, weil ja nicht jeder Vorfall ist ein Notfall. Also es gibt auch kleinere Computerprobleme, die halt irgendwie Auswirkungen haben. So, dann hier andere Gruppen sind halt neben FIRST, das ist halt sehr international, da gibt es eine europäische Gruppe, die heißt Trusted Internet User oder T-Cert, mehr oder weniger das gleiche, da sind auch fast alle CERTs unterschiedlicher Couleur vertreten. Und dann gibt es halt auch ein paar Gruppen, die so mehr einen Fokus haben auf Regierungsarbeit, Regierungs-CERT, das sind halt EGC beispielsweise oder IWWN. In Deutschland gibt es den CERT-Verbund, da sind Unternehmen drin von der Deutschen Bank bis BASF und WMW und DFN-CERT und Länder-CERTs und wir eben auch und noch eine ganze Menge andere. Und ja, und dann gibt es eine Haufenweise Arbeitsgruppen, das ist halt irgendwie, kommt irgendwie auf eine Mailingliste, irgendjemand sagt, da ist noch ein, wir haben einen guten Sicherheitsanalyst oder Malware-Analyst, der beschäftigt sich mit einem bestimmten Thema, der sollte bitte hier auch mitarbeiten. Da haben wir dann halt Leute, die halt da dann auch in diesen Gruppen vertreten sind. Ops Trust ist so eine Gruppe. Da gibt es dann Arbeitsgruppen zum Malware oder gezielten Angriffen, was weiß ich, Sophocy. Und dann wird sich halt auch zu diesen speziellen Themen ausgetauscht. Natürlich kooperieren wir dann auch mit anderen Sicherheitsunternehmen. Wir sehen einen Angriff, möchten irgendwie, dass Signaturen ausgerollt werden, kommunizieren mit denen oder man kann irgendwie nicht alle Arbeit selber machen, dafür gibt es einfach zu viele Kampagnen, zu viele Malware-Varianten, muss ich halt einfach austauschen, genau. Und je nach Größe eines Vorfalls kommt es natürlich irgendwie auch, oder je nach Ernsthaftigkeit oder irgendwie Schadenswirkung kommt es natürlich auch zu Strafverfolgungstätigkeiten. Dann wird irgendwie, muss man natürlich auch mit der Polizei zusammenarbeiten. Da komme ich auch noch ein bisschen später nochmal drauf. Und klar, Provider, die kompromittierte Server hosten oder die die Internet bereitstellen für Nutzer, die halt einen infizierten Rechner haben, die sind halt natürlich auch unsere Partner, weil wir mit denen halt uns austauschen beziehungsweise die Kunden am Ende informieren wollen über eine Infektion. Ja, was macht CERT-Bund? So als Fallbeispiel habe ich mal so ein paar Beispiele für sehr typische Prozesse mal aufgeschrieben, die ich mal vorstellen möchte. Ein wichtiger Fall ist halt Vulnerability Disclosure. In dem Zusammenhang ist es halt auch eine ganz gute Chance, vielleicht nochmal mit so ein paar Vorurteilen aufzuräumen, weil das BSI sozusagen als historisch aus dem BND hervorgegangen wird halt oft als irgendwie in so einem Graubereich gesehen. Das heißt, sie wollen nicht unbedingt immer nur das Beste in Sachen IT-Sicherheit, sondern sie kooperieren halt, wollen angeblich vielleicht auch mal Schwachstellen unterm Tisch halten oder irgendwie verhindern, dass diese veröffentlicht werden oder geschlossen werden, weil eben vielleicht Nachrichtendienste diese noch nutzen wollen. Ich spreche für mich und für meine Erfahrungen, das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Wenn uns Schwachstellen gemeldet werden, dann tun wir alles, dass diese geschlossen werden. Dazu gehört, dass wir mit dem Entdecker der Schwachstelle kommunizieren, versuchen in Erfahrung zu bringen, wie kritisch ist diese Schwachstelle, also das Risiko abzuschätzen. Und wenn dieser eben Probleme hat mit dem Hersteller eines Produkts, in dem die Schwachstelle steckt, wenn dieser Hersteller eben nicht entsprechend reagiert, mit rechtlichen Mitteln droht, weil jemand irgendwie den Code reversed hat und das halt irgendwie zu Problemen führt, dann versuchen wir zu vermitteln und sind sozusagen Ermittler halt, der versucht irgendwie den Hersteller dann auch dazu zu bringen, verantwortlich mit den Schwachstellen in seinem Produkt umzugehen. Dazu gehört halt irgendwie eine Zeitleiste zu erarbeiten. Wie lange dauert das oder wie lange braucht er für die Patch-Bereitstellung? Da gibt es natürlich irgendwie so Richtgrößen. Aber je nach Produkt oder je nach Hersteller, der irgendwie und Erfahrungsschatz, den er hat in diesem Bereich, ist das natürlich teilweise sehr schwierig. Also die ganzen IoT-Gerätehersteller, da hat man natürlich Leute, die irgendwie überhaupt keinen Prozess dafür haben. Da wissen die Schwachstellenfinder oder Entdecker halt Analysten überhaupt nicht, wem sie das überhaupt mitteilen sollen, weil die gar keinen Kontakt haben. Dann müssen sie über die Unternehmensmarketingabteilung irgendwie dahin und werden irgendwie falsch geroutet im Unternehmen. Und da versuchen wir halt auch zu unterstützen.
Dann gehört dazu natürlich auch die Identifikation einer Schwachstelle. Also jede Schwachstelle oder viele Schwachstellen haben eine CVE-Nummer, bekommen eine CVE-Nummer, damit man weiß, über welche Schwachstelle man redet. In einem Produkt gibt es immer wieder Schwachstellen, auch teilweise sehr ähnliche Schwachstellen. Teilweise werden Schwachstellen nicht richtig gepatcht. Dann ist es am Ende immer noch die gleiche Schwachstelle. Das heißt, dass man da irgendwie eine riesen Verwirrung am Ende hat. Dafür gibt es halt diese CVE-Nummer. Da es immer mehr Schwachstellen gibt, werden diese Nummern immer länger, aber das ist ein anderes Problem. Und wir stellen halt Advisories zur Verfügung über Schwachstellen in Produkten, dass wir erklären, was ist es, worum es geht und wie groß ist das Risiko. Dafür gebe ich auch gleich noch ein paar Beispiele. Dann habe ich eben auch schon angesprochen, stellen wir halt Informationen zur Verfügung. Advisories werden geschrieben, die werden über ein Warn- und Informationssystem veröffentlicht. Da kann man sich als Nutzer einfach registrieren und sagen, man möchte gerne Schwachstelleninformationen zu einer bestimmten Produktgruppe, zu Netzwerkgeräten oder nur zu Cisco, weil man nur diese im Einsatz hat. Das wird nicht uns mitgeteilt. Haben keine Datenbank über wer welche Systeme im Einsatz hat. Das ist sozusagen, man abonniert das auf einem quasi in so einem Art Double-Blinded-Verfahren, dass man halt sagt, irgendwie, die wähle ich aus, die möchte ich haben, aber wir haben da irgendwie überhaupt keine Datenbank zu. Was teilweise recht schwierig ist, weil das betrifft natürlich auch die Bundesverwaltung. Auch diese können halt unsere Schwachstellen abonnieren. Und die sagen uns halt auch nicht, wenn jetzt Behörde XY möchten halt, bekommen halt diese Informationen. Am Ende, wenn wir jetzt mal eine Schwachstelle, gemeldet bekommen und wir versuchen wollen, irgendwie die Größe oder die Betroffenheit in der Bundesverwaltung festzustellen, ist das dabei sehr schwierig, weil wir überhaupt nicht wissen, wer dieses System im Einsatz hat. Ja, und natürlich, wenn wir halt irgendwie wissen, es gibt hier Heartbleed oder es gibt irgendwie so eine Schwachstelle, die irgendwie recht kritisch ist, dann gibt es Leute, die scannen halt den Adressraum und wir machen das nicht, aber wir bekommen halt diese Informationen, beispielsweise von Shadow Server oder anderen Scan-Dienstleistern und wir verteilen die, um halt darauf hinzuwirken, dass diese halt dann auch geschlossen und gepatcht werden. Ja, hier ist ein Beispiel also von diesen Advisories, die wir veröffentlichen. Das ist also über diese Seite kann man die abonnieren. Das ist eine sehr alte Webseite, also bitte, ich weiß, das ist keine moderne Webentwicklung, aber es gibt Gründe, warum diese Seite so gebaut ist, wie sie gebaut ist. Aber ja, wie gesagt, also das ist das Layout. Also man sieht da erstmal sozusagen das Produkt, man sieht die betroffene Plattform, auf denen das Produkt läuft, man sieht die Auswirkungen und so ein paar Details zu der Schwachstelle, aber da komme ich auch gleich nochmal zu. Und unten die CVE-Liste. Dann eine Beschreibung der CVEs, welche Schwachstelle was tatsächlich bewirkt. Ja, diese Informationen stellen wir auch über das Bürgerzert-Portal zur Verfügung. Da sind sie halt etwas einfacher gehalten, die Details, also die CVE-Beschreibung und CVE-Nummern finden sich dort nicht. Nur es gibt hier eine Schwachstelle, weitläufig genutzten System, wo wir sagen, das ist irgendwie, das betrifft jetzt keine Admins, das betrifft quasi eher so Bürger, typischen Betriebssysteme oder irgendwie iOS oder Android und so. Da werden halt dann auf solche Schwachstellen hingewiesen und dann haben wir darüber hinaus noch so ein Newsletter, der zweiwöchentlich verschickt wird, wo so eine Art Zusammenfassung von Entwicklungen oder Vorfällen in diesen zwei Wochen halt wiedergespiegelt werden. So, genau. Also hier sah man erstmal nochmal diese Risikowertung. Die gibt es also auch in diesen technischen Warnungen für Bürger. Aber wie wird die eigentlich berechnet? Ein bisschen leitet sich da auch der Titel des Vortrags ab. Also wir benutzen dafür ein Advisory-Format, das nennt sich DAF, deutsches Advisory-Format. Und es gibt noch ein anderes, das heißt CVSS, habe ich eben auch schon genannt. Die sind unterschiedlich, machen aber mehr oder weniger das Gleiche. Also man versucht erstmal die Bedeutung einer Schwachstelle so ein bisschen zu signalisieren, wie kritisch ist sie, wie wichtig ist es, diese zu patchen und nicht die andere oder wie man priorisiert, welche wichtiger zu patchen ist, weil man sollte natürlich immer alles sofort patchen, aber in größeren Netzumgebungen ist das etwas schwierig und da wird natürlich priorisiert und das soll halt dabei helfen. Ja, da fließen Faktoren dann ein in diese Berechnung. Dazu gehört quasi also erstmal beispielsweise
Status der Schwachstelle? Ist es ein Proof of Concept? Ist es theoretisches angreifbar? Oder gibt es tatsächlich einen veröffentlichten Exploit Code? Ist die Schwachstelle wormable? Also ist sie irgendwie sozusagen wie Eternal Blue hier für WannaCry? Ist das diese SMB-Schwachstelle? Verbreitet die sich automatisch im Netz quasi? Oder also sozusagen hüpft von Client zu Client? Oder geht das halt nur durch Nutzerinteraktion? Was ist die Schadenswirkung, also Verlust der Vertraulichkeit, Integrität oder auch Verfügbarkeit, also die typischen Schutzziele? Betrifft das quasi, ja, ist das halt, sag ich mal, remote nutzbar oder nur lokal von dem einzelnen System? Und also auf der rechten Seite gibt es da sozusagen diese dunkelgraue Hälfte. Das ist das, was wir berechnen als Risikowert 1 bis 5 von sehr niedrig, sehr gering bis sehr hoch. Und dann gibt es unten rechts noch so ein paar Faktoren, die eigentlich der Systembetreiber selbst nochmal betrachten muss. Eine Schwachstelle, die ein hohes Risiko hat, kann tatsächlich weniger Probleme verursachen, wenn durch irgendwelche Faktoren wie, weiß ich nicht, Schutzmechanismen irgendwie verhindert wird, dass das System überhaupt zugreifbar ist über das Internet oder dass andere Schutzmechanismen getroffen sind, weiß ich nicht, Skripte deaktiviert im Browser oder sonst was, ich keine Ahnung. Also es gibt halt einfach bestimmte Faktoren, die sind halt lokal abhängig von dem spezifischen System und deswegen gibt es dort sozusagen noch eine ergänzende Möglichkeit, dann kann also eine Schwachstelle mit einem recht hohen Risiko tatsächlich dann irgendwie ein geringeres Risiko haben, wenn sich der Admin überlegt, soll ich die jetzt patchen oder die? Genau. Und das andere Verfahren, das ich hier nochmal kurz erwähnen möchte, ist CVSS, also das Common Vulnerability Scoring System. Ist im Moment sozusagen unter den Fittichen von FIRST. Da gibt es eine Arbeitsgruppe, wo diese ganzen CERTs halt sozusagen zusammenarbeiten. Sind größtenteils amerikanische Unternehmen, also die da auch mitarbeiten. Ich glaube, Cisco hat da viel mitgemacht. Aber das ist mittlerweile Version 3. Das ist eine sehr viel feingranularere Bewertungsmatrix. Da gibt es ein paar Basiskategorien, die auch eben sozusagen in die Grundbewertung einfließen. Ähnlich wie ich das eben auch gesagt habe. Also remote ausführbar oder nicht, wormable, so diese Sachen, Verlust, Integrität und so weiter, also welches der Schutzziele, da wird dann ein Wert berechnet. Dann gibt es eben weitere Bewertungsfaktoren, die dann eben auch dieses Risiko wieder reduzieren können. Dafür gebe ich gleich nochmal ein Beispiel, aber dieser Flow-Graph auf der rechten Seite soll das halt veranschaulichen, dass diese gestrichelte Box zeigt, diese Bewertung ist optional, diese Base-Metrik ist aber, die ist aber erforderlich, die müssen alle ausgefüllt sein, sonst kann man die Schwachstellen nicht wirklich bewerten. Das ist praktisch oft sehr schwierig. Teilweise werden halt auch Falscheinschätzungen getroffen. Da ist es eben sehr wichtig, wirklich mit Leuten, die das System kennen und die Internals des Systems kennen und eben jemand, der eine Schwachstelle gefunden hat, dass man da irgendwie gemeinsam arbeitet und dass der eine dann zeigt, dass die Annahme des anderen vielleicht falsch ist, indem man es ihm nochmal vorführt oder so. Das ist echt immer sehr hilfreich. Und und da kommt dann am Ende, purzelt da eine Nummer raus zwischen 0 und 10. 10 ist halt das Höchste, 0 das Niedrigste. Und und das gibt es eben in der Version 3. Haben Sie das, diese Nummer 0 bis 10, eben auch solchen Low bis Critical Terminologien irgendwie zugeordnet, weil so eine Zahl ist halt teilweise nützt irgendwie wenig, wenn man mit dem System sich nicht auskennt und nicht vertraut ist. Also wenn man jetzt irgendwie seinem Chef sagen will, hier, wir haben hier ein Riesenproblem, dann ist halt Critical immer gut. Und ist halt so leider. Aber ja, was auch schön ist halt bei dieser neuen Version CVSS V3, ist halt, dass es auch die Möglichkeit gibt, quasi so eine Kaskadierung von Schwachstellen zu bewerten. Also dass man irgendwie eine einzelne Schwachstelle kann tatsächlich nicht so eine große Wirkung haben, aber kombiniert mit einer zweiten oder einer dritten kann es natürlich desaströs sein. Und das ist halt in CVSS berücksichtigt. Dafür gibt es das Verfahren und Prozessbeschreibungen, die halt sehr helfen. So, und jetzt habe ich hier mal ein Bild. Vollbild war
Egal. Genau, hier kann man das auf jeden Fall sehen. Also hier haben wir die Base-Score haben wir erstmal berechnet. Irgendwie, ja, sind alles so Faktoren, die machen das nicht wirklich, wirklich, wirklich kritisch, 5,3. Aber dadurch, dass halt hier sozusagen diese Environmental Score, die halt sozusagen den Netzwerk, das lokale Netzwerk oder den, ja, die Umgebung, in der das System eingesetzt ist, betrifft, dass da halt, da sind halt Faktoren dann drin, die machen sie halt tatsächlich, machen das Risiko höher. Wenn ich das jetzt hier natürlich auf High setze, ist es schon ein bisschen höher. Wenn ich dann die Attack Complexity auf Low setze und Privileges Required None und User Interaction None, dann kommen wir schon zu 9,3. Und wenn ich hier noch auf Network gehe, dann haben wir 10. So, zack. Und ja, und dann gibt es auf dem anderen Bild eben noch so eine Erwähnung, das heißt Vector String. Hier gibt's, das ist dieser Vector String. Den kann man kopieren, den kann man dann da oben, den sieht man auch hier in der URL, dann kann man das sozusagen in diesem Berechnungs, kann man das sozusagen von einem Berechnungssystem in ein anderes Bewertungssystem überführen und kann dann sagen, sozusagen diese Bearbeitung der Schwachstelle und das Patch-Management damit halt ganz gut koppeln. So, genau. Was machen wir noch? Kommen wir zum zweiten Beispiel. Wir versuchen irgendwie ein bisschen die allgemeine Situation, Lagesituation, Malware-Situation auch ein bisschen zu beobachten. Dazu gehört, dass wir Spam-Monitoring machen. Wir haben ein System, mit dem sehen wir ganz gut, was so los ist. Erzähle ich auch gleich noch ein bisschen mehr zu. Was macht man als nächstes? Man guckt sich an, was ist sozusagen in diesem Spam enthalten? Gibt es da irgendwie eine Malware als Anhang oder gibt es da einen Link? Was wird runtergeladen, wenn er angeklickt wird? Was lädt der Dropper dann nach? Welche Malware kommt am Ende zum Tragen? Welche CNC-Infrastruktur, also Command-Control-Infrastruktur nutzt die Malware? Das ist halt sozusagen so ein typischer so eine typische Analysestrecke, die also so als Incident Response halt zu bezeichnen ist. Wenn wir solche Sachen machen, ist halt auch wieder, habe ich schon gesagt, viel Kooperation nötig. Also es gibt halt irgendwie andere Researcher oder beispielsweise wir hatten hier so einen so einen großen Botnet-Takedown letztes Jahr, der auch gut durch die Presse gegangen ist. Da haben wir zusammen mit dem Fraunhofer FKIE gearbeitet, die uns unterstützt haben bei der Analyse von Avalanche, von den ganzen Malware-Varianten, die über diese Botnet-Infrastruktur verteilt werden. Dann eben auch die Zusammenarbeit wieder mit Antivirenherstellern für die Signaturerzeugung, mit der Polizei und mit Strafverfolgungsbehörden eben bei der Behandlung oder bei der Strafverfolgung, vor allem auch bei der Kooperation international, weil natürlich ist CNC-Infrastruktur auch wieder nichts lokal Deutsches. Die sind natürlich immer so gut wie es geht verteilt, möglichst auch halt in rechtlichen Bereichen, wo es irgendwie vielleicht nicht so ganz klare Gesetzgebung gibt, wo man vielleicht nicht so einfach einen Server abschalten oder monitoren kann, der missbraucht wird. Und das ist halt quasi ein sehr, sehr wichtiger Teil der Arbeit. Das machen wir nicht alleine. Dazu arbeiten wir mit anderen Referaten im BSI zusammen. Ja, Abuse Reporting hatte ich eben schon angesprochen. Also hier nochmal, die infizierten User müssen informiert werden. Die Systeminhaber von kompromittierten Webservern, über die Malware nachgeladen wird oder Exploit-Kits gehostet werden, müssen informiert werden. Beispielsweise dann die Kooperation eben mit den Providern, Hosting-Providern, mit Hetzner oder mit der DTAG. Dann gibt es eben noch eine andere Art von Incident Response. Das sind halt die gezielten Angriffe. Da ist sozusagen der Fokus, ist ein bisschen anders. Also man hat halt irgendwie vor allem will man halt die Analyse. Man will nicht tatsächlich als erstes unbedingt die Infrastruktur abschalten. Man will vielleicht auch beobachten, wie sie genutzt wird, wie die Angreifer vorgehen, welche Taktiken und Techniken sie benutzen, um dann sozusagen durch den Austausch dieser Indikatoren für Angriffe halt auch andere, sich selbst natürlich und auch andere zu schützen. Also deswegen ist halt auch diese internationale Kooperation oder Zusammenarbeit mit vielen, mit CERTs halt sehr wichtig. Und ja, und das ist sozusagen, wird dann unter dem Begriff Threat Information Sharing zusammengefasst. Natürlich, genau, werden diese Indikatoren halt dann auch in Schutzsysteme eingespeist. So, und jetzt werde ich nochmal so kurz so einen Durchlauf geben hier durch, die ich eben hier, diese Fallbeschreibung, die ich gegeben habe, also Spam Monitoring. Wir haben sozusagen ein Monitoring-System, das haben wir eingekauft, eine Dienstleistung, damit sehen wir ungefähr 2% des gesamten Spam-Aufkommens in Deutschland. Wir haben keine Sensoren, also keine eigenen Sensoren, wir haben keine Daten von
Nutzern, von Providern, wir haben keine Daten von Unternehmen, wir haben sozusagen, das machen viele andere CERTs, die haben tatsächlich, die stellen Sensoren mit Angriffsindikatoren zur Verfügung und verteilen diese Sensoren an ihre kritischen Infrastrukturbetreiber, ob es jetzt, was weiß ich, für Firmen sind, die sie halt unter besonderem Schutzbedürfnis sehen, und haben dann sozusagen Zugriff auf Angriffe, die stattfinden, sehen halt, was passiert sozusagen in Echtzeit und können darauf reagieren, weil die Sache ist halt, dass nicht jeder kann adäquat reagieren. Das heißt, wenn du ein Sicherheitsteam bist sozusagen, und deswegen gibt es auch solche kommerziellen Dienstleistungen wie Security Operations Center, die bieten halt das dann Unternehmen an. Das machen wir nicht, wir haben halt sozusagen andere Mittel, wir versuchen halt quasi über dieses Spam-Monitoring, sehen wir viel, was aktuelle Ransomware-Kampagnen betrifft, hier Beispiel Locky, das sind die Wellen über eine bestimmte Zeitachse. Ja, das Rote sind halt immer die Wellen und dann dazwischen gibt es halt irgendwie immer so ein bisschen so die Schluchten, das sind immer die Wochenenden, an denen halt keine Spam-Kampagnen laufen. Und das können wir sozusagen abgleichen, was sozusagen deutschlandweit stattfindet und was sozusagen, welche Art von Spams wir in den Regierungsnetzen sehen. Das heißt, da kann man dann so ein bisschen korrelieren, was ist vielleicht gezielter, was ist sozusagen eine Welle, die alle trifft. Was machen wir damit? Wir ziehen die Samples raus, habe ich schon gesagt, wir ziehen die Malware-Samples raus, werfen die in eine Analysestrecke, gucken, was ist das für eine Malware? Wird sie erkannt von den Antivirenherstellern? Was sind die Hash-Summen von dem Sample? Und ja, steuern das dann von da aus dann weiter in Sandboxes, also dynamische Analyse machen wir damit und gucken irgendwie, welche Server werden aufgerufen zur Kontrolle oder zur Steuerung der Malware. Genau. Ja, oft werden uns halt auch Samples zugeliefert, zugeschickt, jemand, der was detektiert oder so, schickt, also oft werden dann halt irgendwie einfach, typischerweise werden dann so gezippte Anhänge verschickt, das sind dann, die werden dann halt hier automatisch entschlüsselt, weil wir so ein Default-Passwort dafür haben. Also nur, dass das so klar ist, was diese Auswahlfelder hier bedeuten. Genau, das ist dann so eine Analysestrecke. VMRay haben wir da im Einsatz. Da werden halt die Samples reingeworfen. Dann wird geguckt, was der Prozess macht, welche weiteren Prozesse er startet, was eventuell nachgeladen wird. Wir bekommen halt hier dann irgendwie den Pfad, wo das abgelegt wird und eben die Filenamen der Child Processes und sehen halt tatsächlich dann, was passiert. Also beispielsweise hier in dem Fall von Petya, dieser Verschlüsselungssoftware, sah man dann halt wirklich schön dann, okay, hier fängt jetzt die Verschlüsselung des Bootsektors an und jetzt ist er wirklich nicht mehr startbar. Also das ist halt das Praktische an so einer dynamischen Analyse. Genau. Was machen wir mit diesen IOCs, die wir daraus erhalten? Erstmal haben wir sie halt. MD5 ist jetzt nicht mehr so der aktuelle Standard, aber wird immer noch viel eingesetzt als Hash-Summe für Samples, leider. Kann halt Kollisionen geben, aber SHA und so kommt halt dann mehr in Gang. Genau, diese Indikatoren sind halt wichtig, um tatsächlich zu erkennen, ob Rechner infiziert sind, beziehungsweise Netzwerkindikatoren sind natürlich wichtig, um vielleicht schon die Infektion zu verhindern, also beim Versuch des Nachladens oder beim Versuch des Aufrufs von entsprechenden kompromittierten Servern. Ja, Indikatoren müssen geteilt werden. Also ich habe auch Aufkleber dabei. MIS-Projekt ist echt ein wichtiges Projekt für Europa, weil historisch kommt das sozusagen, wurde es vor ein paar Jahren halt angefangen zu entwickeln von einem belgischen Militär-CERT. Dann hat die NATO irgendwie ein bisschen was damit gemacht, aber jetzt ist es halt Open Source und jetzt macht das Circle. Circle ist das Computer Incident Response Team von Luxemburg, also eines der kleinsten CERTs, das eigentlich eines der aktivsten CERTs ist. Also die entwickeln so viel, haben so gute Ideen. MISP ist halt eine Sache. Die entwickeln dieses System immer weiter, immer neue Funktionen. Was man hier schön sieht, ist, also das läuft so, man geht dann sozusagen auf die Plattform, an die x-beliebig viele andere Partner angeschlossen sind oder Privatpersonen angeschlossen sind. Man kann das zentral machen, also eine MISP-Instanz, in der sozusagen Events angelegt werden und diesem Event werden dann die Indikatoren zugeordnet. Das heißt, ich habe hier Event-Nummer irgendwas und dann füge ich da Indikatoren und IPs und irgendwie vielleicht auch E-Mail-Adressen von den Spearphishing-Mails ein
Und dann kann ich die taggen und kann sagen, okay, was ist das? Ich denke, ich habe ein ganz gutes Gefühl dafür, das ist Angriffsgruppe so oder so. Ich möchte gerne, dass es sozusagen nicht veröffentlicht wird, damit auch die Angreifer vielleicht nicht davon erfahren, dass wir es detektiert haben, sondern dafür gibt es halt quasi so ein Klassifizierungsprotokoll, das heißt TLP, das ist eigentlich sozusagen in dieser Sicherheitsbranche sehr verbreitet, also eigentlich alle CERTs nutzen das. TLP White heißt, es ist veröffentlichbar auf einer Webseite. TLP Amber heißt, ich kann es nur in meiner eigenen Organisation teilen oder mit denjenigen eben, die ich als need to know identifiziere. Also jemand, um sich zu schützen, muss man natürlich diese Indikatoren teilen. Das ist halt immer so die Gratwanderung, da muss man mal gucken, wie weit will man gehen. Und das ist halt hier sozusagen durch dieses Tagging hat man halt irgendwie eine ganz gute Möglichkeit, dann auch sozusagen alle Indikatoren für Locky selbst dann rauszusuchen oder so. Also Tags sind da sehr mächtig, es ist halt irgendwie nichts hardcodiertes, kein festes Protokoll. Diese Tags sind sehr dynamisch, kann man irgendwie frei erfinden und neu auswählen und die machen da echt gute Arbeit. So, ich werde da auch gleich nochmal ein kurzes Beispiel für geben. Das ist diese Plattform. Okay. Okay. Genau, hier sieht man halt ziemlich viele Events. Abgesehen davon, dass das jetzt eine zentrale Instanz von MISP ist, wo man sich sozusagen einloggen muss, um irgendwie Dinge zu sehen, oder man bekommt irgendwie Indikatoren, also Hinweis darauf auf neue Einträge per E-Mail und kann sie dann hier nachgucken, gibt es auch die Möglichkeit, diese MISP-Instanzen zu koppeln und dadurch ein sehr komplexes Netzwerk aufzubauen. Das heißt, für Deutschland gibt es eine MISP-Instanz, wo wir, sag ich mal, Informationen, sag ich mal, nur mit Bundesverwaltung oder mit Bundesverwaltung und Kritisunternehmen oder mit verschiedenen Gruppen halt teilen wollen. Und dann gibt es eben halt das Machen, oder gibt es eben die Circle-MISP-Instanz, da sind irgendwie, die lassen da jeden rein, das sind halt irgendwie Banken, europäische Banken, also kann halt quasi jeder, der eigentlich, sag ich mal, ein Sicherheitsteam hat, kann sich da einen Zugang beantragen und bekommt dann halt Zugriff drauf. Und dadurch, dass man das halt koppelt, lässt sich halt auch dieses, da muss man halt irgendwie eine Möglichkeit haben, dass ich ein Event oder Indikatoren, die ich irgendwie im Event zuordne, dass ich die nicht beliebig verteilen. Also wenn ich die jetzt erstmal nur mit einer Instanz teilen möchte, quasi, dann kann ich sagen, ich möchte sie nur von meiner Instanz mit den direkt gekoppelten Instanzen teilen. Und nicht sozusagen beliebig fortsetzbar. Also sonst hätten es ja direkt alle so. Das ist halt irgendwie sozusagen, wie gesagt, das ist halt, teilweise muss man da irgendwie so ein bisschen Fingerspitzengefühl dafür haben, wie man mit Indikatoren umgeht, insbesondere halt gezielten Angriffen. Da sind es halt, wenn man weiß, irgendwie in irgendeiner Austauschgruppe ist halt vielleicht auch der Organisator, also der Urheber dieses gezielten Angriffs, dann möchte man es vielleicht nicht mit dieser Gruppe teilen, weil sonst wüsste er es, ja, ist ja klar. Aber was ich halt mal zeigen wollte, ist, hier sieht man halt irgendwie die Attribute, die einem Event zugeordnet sind, in der vierten Spalte rechts von den Tags. Und wenn man jetzt auf einen so ein, weiß ich nicht, so ein Event geht, hier wie Locky beispielsweise, dann geht man da drauf. Und das Geile ist halt wirklich, dass man automatisch halt die Indikatoren matcht. Das heißt, also Tätergruppen verwenden, sag ich mal, ihre Infrastruktur wieder. Also ein CNC-Server wird nicht jedes Mal neu ausgetauscht, nur weil einmal wird irgendwie Organisation A und einmal Organisation B angegriffen, dann gibt es halt teilweise eben wiederholt die gleiche Infrastruktur im Einsatz. Und deswegen muss man halt ja auch diese Indikatoren austauschen. Das ist ja der ganze Zweck des Ganzen. Und wenn ich jetzt ein Event sehe, ich habe einen Angriff und sehe, okay, ich speise den hier ein und ich möchte mir angucken, wie korreliert er mit anderen Angriffen, die andere eingepflegt haben, dann gehe ich da drauf und sehe halt sofort sozusagen, wo in welchen anderen Angriffspattern von anderen so Events irgendwie sozusagen, die auch wieder auftauchen. Dadurch gibt es so ein Netz und dadurch kann man halt irgendwie sozusagen so diese Sicht erweitern und sozusagen sich ein besseres Verständnis verschaffen, mit wem man es eigentlich zu tun hat und wie ernst halt quasi der am Ende zu nehmen ist oder ja, und kann eben diese ganzen Indikatoren auch einspeisen und sich damit gegen Angriffe, die man noch nicht detektiert hat, auch schützen. Also sehr schön, sehr mächtig und auf jeden Fall vielen Dank an Circle nochmal an der Stelle. Genau.
Ja, was machen wir mit Indikatoren? Wir haben also für die Bundesverwaltung, ist das BSI ja zuständig für das für den Informationsverbund Bonn-Berlin. Das ist sozusagen das Regierungsnetzwerk. Da gibt es sozusagen zentrale Proxys, zentrale Firewalls, und da gibt es eben halt die Möglichkeit, dass wir an einem zentralen Malware Prevention System Domains eintragen und bestimmte Dinge blocken, von denen wir wissen, dass sie schädlich sind. Also dazu gehören Domainnamen, IP-Adressen, Patterns, User-Agent-Patterns, und dadurch, dass wir halt sozusagen, dass man, wenn man halt vernünftig ableitet und irgendwie bestimmte, sag ich mal, den Wert aus bestimmten Aufrufen halt rauszieht, kann man damit auch sehr viel machen. Sieht man gleich nochmal auf der nächsten Folie genauer, aber also wir können halt damit Infektionen verhindern quasi, das Nachladen, das Malware installieren quasi verhindern, blocken. Wir können kompromittierte Webseiten identifizieren, wenn wir beispielsweise wissen, dass ein Referrer so und so aussieht und den quasi über eine RegEx eingetragen haben, dann sehen wir, wenn andere Webseiten aufgerufen werden, die auch eine entsprechende Information enthalten, sehen wir halt in andere infizierte Webseiten, deren Inhaber wir dann wiederum über eine Kompromittierung informieren können. Genau. Wir können also Infektionen detektieren, die lokale Antivirenhersteller halt irgendwie nicht detektieren. Und dadurch, dass wir halt eben auch Netzwerk-Patterns und sowas halt damit dann mit aufnehmen. Und und Download, wie gesagt, also Download und Data Leakage, weil das geht natürlich auch über CNC-Server-Infrastruktur, die Daten, die von der Malware dann irgendwie abgegriffen werden auf dem lokalen System und irgendwie exfiltriert werden sollen, die gehen dann halt in eine bestimmte Richtung. Und wenn wir den Server kennen oder von jemand anders darüber informiert wurden, dann können wir halt sowas sehen. Natürlich hilft das nicht immer. Wir hatten den Bundestagsvorfall, ist klar. Aber der Bundestag ist auch hier nicht angeschlossen an dieses System, weil es eben nicht angeschlossen gewesen. Also weil es eben sozusagen, es ist halt ein also es gehört halt nicht zur Bundesverwaltung. Ne? Es ist halt ein besonderes Organ, das halt besonderen Schutz genießt und natürlich die Freiheit der Mandatsträger, der Mitglieder des Bundestags halt dürfen halt natürlich nicht sozusagen oder ja. Darf nicht das Gefühl entstehen, dass irgendjemand guckt, was für Webseiten sie aufrufen und so weiter und so fort. Das sehen wir auch gar nicht. Wir wissen gar nicht, wer etwas macht. Wir sehen das immer nur für die Organisation. Also an den IVBB, da sind halt die ganzen Ministerien und Behörden angeschlossen. An den zentralen Ausgängen sehen wir dann aus dem Netzbereich so und so, der gehört zu dem Ministerium XY. Aus dem gab es einen Aufruf auf diese schädliche Seite. Dann gehen wir dahin und informieren halt den Sicherheitsbeauftragten und sagen, guck mal, da gab es einen Aufruf. Vielleicht solltest du mal nachgucken, wer das war. Da gibt es vermutlich einen kompromittierten Server. Client oder Server. Genau. So, nochmal genauer, wie halt das funktioniert, dieses Malware Prevention System. Also hier gibt's halt irgendwie quasi diese Regular Expression, die wir eingepflegt haben für eine Dofoil-Malware, das Smokeloader heißt die auch. Da gibt's einen Netzwerkverkehr, bestimmte Netzwerkaufrufe, die ein bestimmtes Schema haben. Die haben dann sozusagen .php, Fragezeichen, CMD, gleich getload oder getgrab oder getproxy. Nur mit dieser RegEx können wir halt sozusagen diese Aufrufe detektieren. Und den Netzwerkverkehr halt blocken. Dann kann man das gleiche halt auch für Drive-by-Exploits machen. Wenn wir sehen, dass eine bestimmte RegEx oder irgendwie auf einer bestimmten Unterseite bestimmtes Skript, irgendwie JavaScript oder sonst was eingepflegt wird, kann man halt sozusagen damit auch diese Drive-by-Angriffe halt verhindern. Okay, kommen wir zum letzten Teil des Vortrags. Das ist was wir halt ziemlich stark machen, was ein großer Teil unserer Arbeit ist, das Abuse and Incident Reporting, habe ich jetzt schon mehrfach, glaube ich, angesprochen. Hier mal kurz einen Überblick, was das bedeutet. Also wir bekommen von Scan-Dienstleistern wie Shadow Server oder von anderen Organisationen wie Spamhaus bekommen wir halt Daten über Infektionen, über aufrufbare Dienste, die missbraucht werden können für Angriffe und über beispielsweise offene Datenbanken, die nicht geschützt sind. Diese Informationen nehmen wir als nationales Zert und verteilen sie halt an die Systeminhaber. Das machen wir teilweise über die Provider, teilweise gehen wir direkt an die Systembetreiber.
Ja, und das ist halt ein Prozess, der halt irgendwie sozusagen für ein Land in der Größenordnung von Deutschland halt doch einiges an Daten verursacht. Also 1,5 Millionen Datensätze pro Tag sind das im Durchschnitt, die wir natürlich automatisch verarbeiten. Das können wir nicht manuell. Dazu kommen halt weitere Analyse, sag ich mal, Ergebnisse von Arbeitsgruppen, von Malware-Analysegruppen oder so, wenn irgendwo ein Sinkhole eingerichtet wird für einen CNC-Server und man sieht irgendwie, welche Clients, infizierten Clients sich alle dahin verbinden, dann bekommt man diese Liste der ganzen infizierten Clients und die werden halt sozusagen dann, man weiß, die sind infiziert, die sollen halt benachrichtigt werden. Die verteilen wir dann weiter an die Netzinhaber in Deutschland, also an die AS-Inhaber, die wir registriert haben, ca. 2200, und an die internationalen CERTs, mit denen wir halt zusammenarbeiten, ca. 80 sind das in etwa, mit denen wir halt sozusagen dann auch eigene Analyseergebnisse aus eigenen Malware-Analysen oder Botnets-Analysen halt sozusagen dann auch weiter verteilen, um damit diese dann wiederum ihre Bürger und Organisationen in ihrem Land informieren können. Dazu gehört also, dass wir, hatte ich ja gesagt, Takedown von CNC-Servern, darüber kriegen wir Daten, bewirken wir damit durch dieses Reporting, dass diese infizierten Server halt abgeschaltet werden, dass Phishing-Sites und Domains abgeschaltet werden, möglicherweise, ne? Also weil eine rechtliche Grundlage gibt es dafür halt oft nicht. Die Schweizer können das beispielsweise. Die Schweizer geben dann irgendwie eine Notification raus, zwei Notification und beim dritten wird der DNS-Eintrag irgendwie geblockt oder so und dann ist die Seite halt nicht mehr aufrufbar. Dann kümmert sich meistens dann jemand dann auf jeden Fall dann irgendwann darum, wenn er will, dass seine Seite noch erreichbar ist. Für Deutschland haben wir das nicht. Finde ich ganz gut, dass wir es nicht haben. Aber das ist halt zur Folge, dass man halt andere Probleme hat, dass halt irgendwie oft halt infizierte Server nicht so bereinigt werden. Man hat das einfach, diese ganzen WordPress-Installationen mit den Standard-Konfigurationen, die halt einfach krude unsicher sind und irgendwie diese ganzen Plugins, die halt nicht upgedatet werden und so weiter. Das geht halt, wenn einer irgendwie dann seine Shell da irgendwie, die da jemand eingepflegt hat, löscht, dann irgendwie, ne, ist er morgen wieder infiziert. Kann halt sehr schnell gehen, aber trotzdem versuchen wir es. Und ist halt ein Haufen Arbeit. Genau. So, was machen wir, um das Leben oder um diese Verarbeitung von diesen Daten halt zu uns zu vereinfachen? Da gibt es ein Projekt, das heißt Intel MQ. Das ist auch eine Entwicklung, sag ich mal, aus der CERT-Community. Portugiesen und die Österreicher haben das sozusagen begonnen. Es gab so einen kommerziellen Dienst, der einfach exorbitant teuer war und der viele CERTs halt irgendwie daran behindert hat, sozusagen so einen Dienst anzubieten. Intel MQ ist sozusagen der Versuch, dass nochmal diesen Workflow halt irgendwie zu vereinfachen. Das heißt, diese ganzen roten Felder oder diese ganzen diese roten Blätter da, die sind halt sozusagen, das sind die Datenquellen. Das sind halt die ganzen Shadow-Server-Feeds zu Vulnerable Services, zu Bots, Infected Clients und so weiter. Die werden alle geholt, so, dann werden sie irgendwie versucht zu normalisieren, also in einem bestimmten Format zu bringen und dann guckt man halt irgendwie, muss man sie irgendwie auch deduplizieren, weil viele, sag ich mal, Daten kommen irgendwie aus verschiedenen Quellen, dann muss man gucken, dass man sie nicht mehrfach darüber berichtet. Nervt, wenn man halt ständig irgendwie Informationen über irgendwas kriegt, was man doch eigentlich jetzt schon mittlerweile weiß. Genau, dann fängt das an, dann geht das sozusagen, das ist sozusagen der Kern in der Mitte, ist dieser Deduplikator. Und dann geht das über diesen blauen Weg, was da so wie ein bisschen wie dieses Lasso aussieht, geht das dann raus. Dann werden die Daten angereichert, dann werden die Whois-Daten nachgeschlagen, dann wird die Geo-IP rausgesucht, dann werden irgendwie die Tor-Nodes rausgefiltert, weil das macht irgendwie auch keinen Sinn. Das sind halt einfach Sachen, die muss man nicht reporten, deswegen fliegen sie raus. Und am Ende werden sie in der Datenbank gespeichert, die Events. Und wir gucken dann, dass wir die entsprechenden Kontakte, die wir für diese IP-Bereiche oder Netzbereiche halt haben, dann informieren. Teilweise haben wir
Ja, also gibt es halt sozusagen die Default-Kontakte über Whois oder AS-Inhaber. Und dann gibt es halt natürlich auch über Partnerschaften, die wir halt haben, mit sozusagen die bei uns registrierten Kritis-Betreiber haben uns natürlich explizit Kontakte genannt. Die sind natürlich reaktiver, weil wir wissen, wer das ist. Und wenn die irgendwie die Daten von uns bekommen, dann wissen die auch sozusagen, wer wir sind. Und so, und dann muss man halt irgendwie gucken, dass man halt dann direkt die adressiert und nicht die in den Whois-Daten, weil das ist dann vielleicht der Web-Admin und nicht derjenige, der Sicherheitsbeauftragte, der halt sagen kann, und jetzt machen wir damit das und das. So, und das halt, da wird halt versucht, dann der beste Kontakt auszuwählen und dann der entsprechend informiert. Genau. Und Interim Queue in der Praxis sieht halt so aus. Das ist halt irgendwie zum einen hier dieses Netz, so ein bisschen vereinfachter. Genau, da gibt es halt, wie gesagt, in der Mitte ist das ist hier nicht der Deduplikator, das ist halt sozusagen, da wird direkt Datenbank-Export gemacht. Ich wollte es einfach eigentlich auch nur mal kurz zeigen. So ist halt so ein Netz dann aufgebaut. Da kann man dann Kollektoren hinzufügen für, weiß nicht, also auch eine Kopplung an MISP, an das System, das ich eben vorgestellt habe, kann man Daten von da raus beziehen. Man kann also die ganzen Shadow-Server-Parser gibt es hier, Fishtank und so weiter, halt, also sozusagen CleanMX, so Anubis, das sind halt alles so ja, Analysten-Teams oder Organisationen oder auch einfach Hobby-Analysten, so die halt irgendwie diese Daten generieren, die eben entsprechende Honeynets betreiben und darüber halt Infektionsdaten bekommen, die man dann abonnieren kann, entweder über Webfeed oder per E-Mail. Dafür gibt's dann halt entsprechende Parser. Genau. Und dann die Experts sind halt diejenigen, die halt dann sozusagen die Daten entsprechend aufarbeiten und entsprechende Filter vielleicht noch einrichten, dass man irgendwie, das will man reporten, das nicht. Wenn ein bestimmtes Feld in dem Event fehlt, dann soll es halt nicht reportet werden. Also wenn man quasi, man weiß irgendwie, eine IP hat an einem bestimmten Zeitpunkt sich zum CNC-Server verbunden, dann ist die wahrscheinlich kompromittiert. Aber wenn man keinen Zeitstempel dazu hat, nützt es natürlich auch nichts, sie zu reporten, weil dann hat man natürlich irgendwie mit dynamischen IPs ein Problem, weil die sind halt irgendwie dann natürlich nicht auflösbar, so nach 2 Tagen. Das heißt, irgendwie der Zeitstempel ist halt unbedingt Pflicht und wenn der nicht drin ist, wird es halt auch rausgefiltert. Genau. Genau, als Output gibt es dann so einen Mail-Generator. Und was wir dahinter noch haben, ist eben sozusagen so ein Statistik-Tool. Ach, das war das. Genau. Das ist, darüber lässt sich dann sozusagen auswerten, was wir in einem bestimmten Zeitraum berichtet haben. Also, wenn ich jetzt irgendwie ein paar Monate zurückgehe und dann irgendwie dann sage, ja, bis heute und dann Load Data, dann kann ich halt irgendwie gucken, was wir wann überhaupt an Notifications rausgeschickt haben, sozusagen in Total hier. Und dann sieht man halt hier sozusagen, was wie viel an welchem Tag verschickt wurde. Ich kann nach AS auch suchen, sehe ich, welcher AS-Betreiber, also zum Beispiel welcher Hosting-Provider Daten erhalten hat. Wenn wir jetzt sehen zum Beispiel, dass wir immer wieder eine Information bekommen über einen kompromittierten Server oder Client oder so und wir sehen irgendwie, der kommt immer wieder, vielleicht sieht irgendwie so aus, als ob der Provider vielleicht nicht seine Kunden informiert, dann ist das ein guter Indikator dafür. Also wir sehen zum Beispiel, also Hetzner hat zum Beispiel sehr gut abgeschnitten bei uns, immer sozusagen im Vergleich. Wir sehen, dass der halt, dass die auf jeden Fall irgendwie vielleicht auch den einen oder anderen von euch halt über irgendwie mal Informationen schickt. Ich kann ja irgendwie über die Details, welche Art von Informationen, habe ich gleich noch eine Statistik. Vulnerable Services verschicken wir halt viele Daten, wird auch teilweise halt sehr kritisch gesehen, warum wir die verschicken, aber kann man irgendwie gleich nochmal drauf eingehen. Genau, und dann kann man hier auch die Kontakte verwalten, kann halt irgendwie gucken, 49234, wem gehört das? Das AS, so, das ist jetzt halt so ein Default-AS, das wir mal angelegt haben, das ist jetzt halt, wie gesagt, das ist ein Testsystem, ne? Und dann können wir irgendwie gucken, können wir halt die verwalten, kann sozusagen die Kontakte, die wir sozusagen automatisch importiert über die RIPE-Datenbank haben, kann man überschreiben mit spezifischeren Kontakten, die halt, die wir kennen und die wir halt besser informieren. So, genau. Ja, und das ist halt so ein bisschen so Selbstbeweihräucherung. Also wir haben halt diese Daten, die wir verschicken, und über diesen Zeitraum, seit 2014 sehen wir, dass quasi UDP-Dienste, die für
DDoS-Angriffe genutzt werden können. Das ist halt das Hauptproblem mit diesen. Sie sind halt nicht kompromittiert, das sind keine, sozusagen keine, da ist kein Schadcode drauf oder sowas, aber sie sind halt missbrauchbar für Angriffe, die halt wiederum irgendwie eben Distributed Reflected DDoS-Angriffe sein können. Und die müssen halt irgendwie, das ist halt, ja, also SSDP, SNMP ist relativ klar, die müssen nicht übers Internet verfügbar sein, das sagen wir den Leuten immer wieder. Ihr könnt das ja nutzen, aber nutzt das lokal. Wenn ihr es irgendwie aufs Internet aufmacht, dann habt ihr sozusagen, dann werden die Dienste halt missbraucht und dann kann damit halt sozusagen der Angriffsverkehr verstärkt werden. Mit DNS haben wir natürlich ein bisschen ein anderes Problem noch sozusagen. Also DNS ist halt einfach ein Dienst, den so ein bisschen so ein Freiheitsgedanke oder so, man DNS-Dienste anzubieten, ist ja eigentlich nicht schlimm so, aber es gibt halt trotzdem ein Problem damit so. Und wenn jetzt Leute uns sagen, okay, wir wollen diese Reports nicht kriegen, weil ich habe diesen DNS-Dienst hier jetzt extra offen und ich will den einfach sozusagen anbieten so, dann kann er uns, dann whitelisten wir auch die und dann gibt's halt keine Reports mehr dafür. Das ist irgendwie, muss man halt irgendwie sozusagen einfach uns erläutern, dass man weiß, was man macht, so. Und wenn viele wissen halt einfach nicht, was sie machen und deswegen dafür bieten wir halt diesen Dienst an und dafür bieten wir auch Hilfeseiten an, wo man nachgucken kann, wie man den Port halt schließt oder wie man prüfen kann, ob er wirklich geschlossen ist, so, ja. Aber es ist halt eigentlich ganz gut. Also uns freut das, das zu sehen, dass wir da irgendwie zumindest ein bisschen was erreichen. Zumindest bei diesen offenen Diensten. Infected Clients ist natürlich eine andere Geschichte. Ja. Und nochmal zur internationalen Kollaboration oder Kooperation. Gibt es einfach noch ein paar Fälle, die irgendwie für uns wichtig waren. Der Bundestagsvorfall natürlich, klar. DigiNotar war ein ziemlicher Knaller halt. Das war gerade, als ich angefangen hatte in dem Referat bei ZBund. Das war halt irgendwie echt spannend zu sehen, wie das skaliert oder wie schnell das sozusagen irgendwie so ein Event, wo man denkt, ach ja, was heißt das schon irgendwie? Da wurde ein Zertifikat beobachtet, das sozusagen falsch ausgestellt wurde. Was macht so eine CA eigentlich? Was? Die ganze CA ist kompromittiert. Was? Die CA wird eingesetzt irgendwie für die hoheitlichen Dokumente in den Niederlanden. Was? Die muss wieder das Root-Zertifikat muss widerrufen werden. Was bedeutet das und so? Das ist halt was, wo man irgendwie, ja, teilweise irgendwie lernt man halt echt erst so nach und nach irgendwie, was irgendwie, welche Kritikalität ein Event hat, das irgendwie anfangs vielleicht so irgendwie so mal so, ja, gesehen wird wie, naja und, aber dann am Ende irgendwie doch eine recht gravierende Auswirkung hat. Genau. Und Flame und Windigo, das waren halt Kooperationen, die wir auch mit anderen Sicherheitsteams hatten, von Asset beispielsweise mit Symantec haben wir da zusammengearbeitet, wo wir ein bisschen hier CNC-Server und irgendwie überhaupt Angriffsinfrastruktur und mit analysiert haben. Ja, das war mein Vortrag. Ich nehme Fragen gerne entgegen, am liebsten zu ZBund und zu der Arbeit, die ich hier vorgestellt habe. BSI gebe ich auch gerne Antworten zu, was das BSI noch so macht, aber das ist auf jeden Fall die Arbeit, die ich mache. Danke. Fragen? Ja, du hast gesagt, man kann sich auch whitelisten, dass man zum Beispiel Public DNS betreibt. Nee, du musst uns eine Mail schreiben. Also, wenn du Benachrichtigungen kriegst, auf die Benachrichtigungen antwortest und sagst, hör mal, guck mal, ich habe diesen DNS-Server, bitte, könnt ihr das nicht whitelisten, dann machen wir das. Also, es gibt halt jetzt nicht irgendein Formular, dass du einfach anklickst und sagst, weil kann ja jeder behaupten, dass er der Inhaber eines Netzbereichs ist und so. Im Grunde muss man halt schon direkt mit den Leuten kommunizieren. Ja, Erik? Gerne mal hier ganz kurz bei Weilberg. Ich habe mal eine Weilberg-Station ein bisschen ausnutzen, um heute Alerts zu generieren. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es das Buch von gibt, dann hätte Weilberg die Datenbank allein Facebook ist erkannt. Sind die ganzen Weltstunden und danach fängt der eben mein Proserver an. Klar. Yep, alles schon passiert. Genau. Wir haben 8888 schon geblockt und so. Das ist alles schon. Genau, es gibt so eine Validierung vorgeschaltet, ja. Zum Beispiel bei der Malware-Analyse auch irgendwie Erfolge und
Ja, also das, man muss irgendwie beides machen, man muss sich irgendwie aufteilen. Also wir haben irgendwie Analysten, die mehr Analyse machen und wir haben Leute wie mich, die mehr Koordinierung und Internationales machen und wir haben Leute, die irgendwie unsere eigenen Systeme administrieren halt. Also wir sind 12 Leute und über diese 12 Leute teilt sich halt dieses Aufgabenspektrum auf. Also klar, und innerhalb des BSIs gibt es natürlich halt Referate, die machen nur Malware-Analyse, die machen dann natürlich auch statische Analyse und nicht nur irgendwie so ein bisschen dynamisch. Oder irgendwie, wir nutzen halt Einer-Zim quasi, aber andere machen halt sozusagen, gehen tiefer dann rein und beschäftigen sich halt länger dann mit gezielten Angriffen. Oder irgendwie die Pentester so, die halt überprüfen, ob irgendwie eine Schwachstelle immer noch auf einer Webseite ist. Ja, also es ist irgendwie, man muss sich irgendwie auf jeden Fall aufteilen. Wir können das sicher noch besser machen, aber wir versuchen es irgendwie, ja. Also du weißt, nach welchem Tarifmodell wir bezahlen. Insofern weißt du auch, wo die guten Analysten sitzen. Also klar, und wir sind das BSI. Also ist halt irgendwie, teilweise gibt es halt einfach nicht so ein großes Interesse jetzt, in diesem Bereich zu arbeiten. Aber wir haben natürlich irgendwie, wir machen halt interessante Arbeit. Und deswegen ist es halt, denke ich, schon ganz interessant auch. Aber klar, wir könnten viel mehr und viel besser sein. So. Und aber gemessen jetzt an anderen Analystenteams, an, ne, an größten Sicherheitsunternehmen oder so, ja, klar, FireEye, was auch immer. Ne? Also sie machen an, wissen mehr, haben mehr Geld, haben einfach mehr Daten ihrer Kunden auch und so. Also es ist halt, ins, ja, das ist, wie es ist. Ja? Also, okay, ich die muss ja eigentlich die Fragen wiederholen, fällt mir gerade auf. Also die Frage war, ob das, ob wir sozusagen die aktive Ausnutzung von einer Schwachstelle oder eines, ob es einen Exploit gibt zu einer Schwachstelle, woher diese Daten kommen, woher wir das wissen. Das sind oft, teilweise sind es Presseberichte, teilweise sind es einfach auch Informationen, die wir über Verträge mit Unternehmen haben, irgendwie von Sicherheitsunternehmen, dass wir irgendwie was mitbekommen. Also das ist irgendwie, es gibt da jetzt keine singuläre Datenbasis für oder so. Das ist halt irgendwie jedes Event oder jede Angriffs, also Welle sozusagen, hat dann wiederum Charakteristika, nutzen bestimmte Schwachstellen. Exploitpacks werden neue Schwachstellen zugeordnet nach und nach. Das ist halt, man muss es einfach beobachten. Man sieht irgendwie, ob, keine Ahnung, ob Exploits veröffentlicht werden und dann weiß man es. Ja, ich hoffe, das hilft irgendwie. Ich hoffe, ihr wisst jetzt ein bisschen besser, wer ZBund ist und was wir machen und dass wir uns echt Mühe geben. Und Fragen jederzeit gerne. Ich bin auf jeden Fall den ganzen Tag noch hier. Danke.